Herzlich willkommen. Heute testen wir den Social Smoke 6 Panther. Ich habe die OVP leider nicht hier. Ich habe vom Tony Hollywood vom Shisha Freunde Forum habe ich den Tabak geschickt bekommen. Vielen Dank an dich. Der hat mir noch ein paar andere Sachen geschickt, da werde ich jetzt auch demnächst noch Reviews drüber machen. Und beim Schnitt blende ich euch unten ein. Aber ich kann euch direkt schon mal dazu sagen, der Schnitt ist recht fein, super zum Köpfe bauen, wie man auch hier noch bei den Restchen hier sehen kann, hoffe ich mal. Also ist gut der Schnitt, fein, wie man das von Social Smoke kennt. Und wirklich gut zum Köpfe bauen. Fahren wir es hier rum. Also ich finde, man riecht so, also er riecht süßlich. So ein bisschen wie dieser Pfirsich-Eistee. Und ja, noch so ganz, ganz leicht Orange finde ich, und sonst rieche ich jetzt nichts anderes raus. Was sagst du? Also auf jeden Fall etwas fruchtig. Also ich finde, dass man die Orange ein bisschen eher rausriecht als den Pfirsich-Eistee. Aber auf jeden Fall riecht man beides raus. Und ja. Ja. Soll ich mal ein bisschen zum Setup heute? Wir rauchen mit der Naglem NPS, mit den Shisha King EXL Fusion Schläuchen, den Hookah Pro Glaskopf, einer Lage Havanu und zwei Brikus und eine spezielle Lochung. Ich weiß jetzt nicht, ob die einen Namen hat. Ich mache euch aber ein Foto noch dazu rein. Und kommen wir zum Rauch und Geschmack. Also ich finde, rauchen tut der Tabak sehr gut. Das sagst du, also sehr dicht, ja. Und auch viel Rauch. Vom Geschmack. Also ich finde, für mich schmeckt es so, wie wenn man diesen Pfirsich-Eistee so trinkt mit so einem Ticken Orangen irgendwie drin. Ja. Also so schmeckt es. Auch süßlich, aber nicht zu stark, sondern mehr so, ist mehr so mild. Und ja, also wie dieser Eistee, Pfirsich-Eistee hat so ein bisschen Orange noch. Ja. Was sagst du? Auch so? Auf jeden Fall, ja, der ist wieder. Weil ich finde diesen. Also Orange schmeckt man auf jeden Fall raus. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, dass man mehr das Orange schmeckt als diesen Pfirsich-Eistee. Aber definieren wäre es halt wirklich so, wenn man Eistee trinken würde und dazu halt dann Orange hat. Ja. Ja. Also ich selbst finde den Tabak eigentlich lecker. Sollte man mal ausprobiert haben. Wie siehst du das? Also Kaufempfehlung von uns beiden. Ja, der ist wirklich lecker. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen rauchen. Und ihr könnt wieder schön Kommentare machen und mich abonnieren, wenn ihr möchtet. Da ist wieder der Abonnenten-Button. Dann würde ich sagen, bis demnächst.